Die 20-jährige Karina Dügruber ist Lehrling des Monats September. Sie absolviert eine Lehre als Blechblasinstrumentenerzeugerin bei Tobias Falkner in Schäffau am Tennengebirge. Für die Übergabe besuchten wir Karina direkt in ihrem Betrieb. Der Beruf ist sehr abwechslungsreich. Er vereint eigentlich verschiedenste Metallbearbeitungsarten, von Feilen, Schleifen, Polieren, Überdrehen, Löten, Biegen und so. Und ja, das macht den Beruf echt sehr abwechslungsreich. Und die vielen Fertigungsschritte, die in so ein Instrument stecken, die sind echt spannend und das taugt mir viel. Die Karina, die ist sehr ehrgeizig und hat ein richtig feines Händchen und ist sehr genau. Besonders auch beim Löten hat mich das sehr beeindruckt, wie schnell sie das erlernt hat. Und das freut mich besonders, dass sie eben da den Lehrberuf erwählt hat. Bildungslandesrätin Daniela Gutschi erklärt, wie Karinas Erfolg andere junge Menschen motivieren kann. Wir sind ja heute in einem ganz speziellen Betrieb, in einem Instrumentenbaubetrieb bei Tobias Falkner in Schäffau. Und mit Karina Dickhuber ist hier ein Lehrling vor dem Vorhang geholt, der anderen jungen Menschen vielleicht auch Mut macht und Interesse wecken kann. Es ist sehr vielen gar nicht bewusst, wie breit gefächert die Angebote sind, welche Lehrberufe erlernt werden können. Und das hier ist ein ganz spezieller Lehrberuf. Vielleicht ist die eine oder der andere jetzt motiviert, sich hier auch umzusehen und auch entsprechend diese Vorbildwirkung von Karina Dickhuber auf sich wirken zu lassen. WKS-Präsident Peter Buchmüller spricht darüber, wie wichtig es ist, junge Talente wie Karina vor den Vorhang zu holen. Also warum haben wir das eigentlich gemacht, diesen Lehrling des Monats, damit wir solche Leute, die so wirklich tolle Ausbildungen haben und natürlich auch Unternehmen, die die jungen Leute ausbilden, vor den Vorhang holen, damit sie natürlich Vorbilder sind für andere junge Leute, die auch in eine Lehre einsteigen wollen oder auch noch nicht wissen, wo sie hingehen. Es gibt so viele tolle Berufe in Salzburg, die wissen wir oft einmal gar nicht. Also ich habe diese Ausbildung nicht gekannt bis heute, habe aber heute gesehen, wie toll das ist, welche tollen Instrumente hier hergestellt werden, welche tollen Lehrbetriebe, kleine Lehrbetriebe es gibt, die eine super Ausbildung machen für unsere jungen Leute. Wir gratulieren dem Lehrling sehr herzlich. Die Einreichphase für den nächsten Lehrling des Monats läuft bereits. Check dir jetzt den Fame. Jetzt anmelden unter www.sehrgescheit.at.